Folge 4 von If on a Winter's Night for Travelers. Wir sind zurück bei Mrs. Winterbourne. Und der Raum hat sich gerade, als wir unser Medikament genommen haben, komplett aufgehellt. Und er ist nicht nur heller geworden, er hat sich auch verändert. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass die Sachen nicht mehr abgedeckt sind. Hier steht eine Harfe. Hier sind jetzt Bilder in den Rahmen. Und hier liegt auch keine Medizin mehr, sondern ein Buch. Ich gehe also davon aus, dass es wirklich einfach uns einschlafen lässt. Wir schauen uns jetzt aber den Raum mal an, wie er jetzt ist und gucken mal, was anders ist, sag ich mal. My favorite bedside book. Prouds à la recherche du... Ach du Scheiße, das kann ich nicht aussprechen, Leute. Das ist Französisch. As soon as I read the two pages, I start dozing off. Ja, ich hatte in der Schule kein Französisch, heißt, ich bin unglaublich schlecht darin. Ich nehme das hier jetzt vor meinem Urlaub noch auf. Ich bin jetzt nächste Woche im Urlaub. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht für euch nächste Woche sein. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das hochlade. Es kann sein, dass ich es erst nach meinem Urlaub mache. Ich fahre nach Frankreich und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Weil ich kann nicht so... Also ich habe mir jetzt ein paar Wörter Französisch beigebracht, aber ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich bin mal gespannt, wie ich damit so fahre. Ich habe ein bisschen Bedenken. Aber wird schon alles klappen, ne? It is not dark yet. I don't need to turn on a lamp. Ja, hast du wahrscheinlich recht, ne? Okay, hier schaut sie sich jetzt gerne im Spiegel an. What shall I do today? I could play my harp for a bit. Ja. And maybe afterwards tea in the conservatory with a good book. Okay, und da verstecken die doch meine Medikamente, oder? Wollen wir uns anziehen? It is so warm outside, I don't need anything else. Also, das ist schon irgendwie ein Kleid wahrscheinlich, was sie schon angezogen hat. There's cat hair all over the carpet, as per usual. Sigh. Naja, solange es so auf dem Teppich ist, solange es nicht im Bett ist, geht's ja noch, oder? Sleep is for the sick and the feeble. Oh. Naja, ich sag mal, schlafen muss ja jeder, aber... Natürlich nicht den ganzen Tag, ja. Okay, wir könnten jetzt Harfe spielen. Wir können vielleicht auch erstmal hier noch was angucken. Henry protested at first about including Lord Socks in the portrait. Na, die Katze muss schon mit drauf. But if I am a Winterbourne, then so is she. So is he. Absolut richtig, die Katze muss mit aufs Bild. Some family pictures. These three over here are my favorites. Ja, okay, es sind Bilder von ihrer Familie. Mama and I in Paris, February 1923. Mama and I in Vienna. April 1926, Mama and I in New York, October 1925. I remember I found some great records for my gramophone on these trips. Listening to them always brings back the most delightful memories. Hm. Okay, sie war anscheinend oft mit ihrer Mutter auf Reisen. Und, ja, hat sie wohl gerne gemacht. He should be here anytime now. If I catch him just when he is arriving, I can usually see his automobile from here. Aha. Unser Mann oder wer? Kein Plan. What a lovely day. Ja, sehr, sehr, sehr anders als das andere. Erkunden des Raums, was wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Von der Stimmung. Jetzt spielen wir Harfe. Ich würde auch gerne ein Instrument spielen. Spielt ihr ein Instrument? Ich spiele überhaupt kein Instrument. Ich habe früher in der Grundschule habe ich Blockflöte gespielt und ja, das ist das Klassische, was glaube ich jeder irgendwann mal macht. Und dann war es aber auch nach einem Jahr und dann habe ich nie wieder ein Instrument angefasst. Eigentlich voll schade.
Ich habe mich halt eher immer so in dem logischen Bereich gesehen, so in Naturwissenschaften und so einem Kram, aber weiß nicht, kreative Sachen machen eigentlich auch Spaß. Irgendwie würde ich sowas gern können. Irgendwann lerne ich vielleicht nochmal ein Instrument. Wenn man mal zu viel Zeit hat, so die Sachen, die man sich immer vornimmt, aber nie macht, ist eigentlich voll schade. Gut. The most wistful of melodies. Monsieur Satie was a true master of melancholy. But right now, I'm in the mood for something more cheerful. Ja, ich auch. Bitte. Irgendwas Fröhliches. Lass uns was Fröhliches tun. To hallway. Und schauen wir mal, wie es hier jetzt aussieht. Ja, auch schön, ne? Hier sind jetzt auch Bilder. Wahrscheinlich von ihr und ihrem... Ah, Mom and Dad. Oh, how they hated posing for this. They think painting is out and that there is nothing as exciting as photography these days. Ja, ist schon ein bisschen entspannter, ne? Weil ein Foto ist jetzt irgendwie schneller gemacht als so ein Bild. I cannot say I disagree, but it is so lovely to have them here on the walls like old-fashioned aristocrats. Ja, wäre auch als Foto schön, oder nicht? Also ich hätte echt auch überhaupt nicht die Geduld für mich so malen zu lassen. Dear Grandpapa, he believed in me when nobody else did. Und hier. My little cousins from Amiens, I missed them so much. Okay, ist ihre Familie. The catalogue from the auction in which the vase was acquired. A classic King Hua vase from the Ming period, invaluable. Okay, so eine krass teure. And one of the few pieces the family can still afford to keep. So eine krass teure asiatische Vase. This beautiful Murano glass is a souvenir from our honeymoon in Venice. Ah, okay. Wann in Venedig? Just a personal trifle next to the family's treasures, of course. Wir waren in Venedig in den Flitterwochen. But very dear to me nonetheless. Und da haben die dieses Glas her. It is not dark yet. I hope Henry won't lock himself up in his study when he gets back. Okay, das ist anscheinend Henrys, ja, was, Studierzimmer, Büro. Because of his business trips, we barely get any time together lately. Ja, sowas ist voll schade, ey. Da braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn... Wenn die Beziehung nix ist, ne? Aber, weiß ich nicht, war zu diesen Zeiten wahrscheinlich egal. If Henry makes it back in time, we should have a picnic in the garden. Oh, das ist doch ganz schön. Picknick draußen. Okay, und das Abgedeckte hier sind so Statuen oder was? Von? Eos Statue. My own personal pantheon, these figures have always been a huge inspiration to me. I just could not bring myself to leave them behind in France when I moved here. Ja, habe mir jetzt schon gedacht, sie ist, kommt anscheinend aus Frankreich. The plaque says, Eos, goddess of the dawn. Hier sind irgendwelche Gottheiten. Das hier ist, ach du Scheiße, Mnemosyne Statue. The plaque says, Mnemosyne, goddess of memory and words. Oh. Ja, und Apollo Statue. The plaque says, Apollo, god of music and the sun. Ja, die sind alle abgehangen. Ist nicht mehr vorhanden. Tupale. I feel dizzy. Oh nein. Why was I going downstairs anyway? I'm not sure now. Was I not going back to my room? Nee. Nein. Lass mal runtergehen.
Nein, where am I? Why was I going down? Ich will runter, aber nein, ich will nicht runter. Ich will nicht zurück in unser Zimmer. Warum passiert das, wenn ich die Treppe runtergehe? Nein! Wir brechen den Kreislauf. Aber wir können den Kreislauf nicht brechen. Ich will nicht zurück ins Zimmer, bitte. Okay, Leute. Ihr habt's gesehen, ich habe mein Bestes gegeben. Einmal noch, komm. Nein. Es ist absolut nicht möglich. Dann müssen wir wohl zurück in unser Zimmer. Ich befürchte, das war's mit der fröhlichen Periode dann. Es wird bestimmt wieder alles dunkel dann jetzt. I don't know what's wrong. I feel so weak. Ja. And here we are. Und jetzt ist sie wieder aufgewacht. Was machen wir jetzt? Die Medizin ist jetzt leer. It's empty. I'll get more tomorrow from the cabinet in the parlor. Hm, oder auch nicht. So. Das Bett. Oh. Okay. Schauen aus dem Fenster. Und noch ein Umschlag. Was da wohl drinstehen wird? Bestimmt ähnliches wie im letzten, oder? Schauen gleich mal rein. Sie wird sich wahrscheinlich wieder nicht erinnern können, egal was das ist. Lord Windsor now? What is this? Deepest condolences, again. But there's more. I'm aware of the dire situation of the Winterbourne family. Rumors about that precious Ming vase, one of the few pieces not yet sold. Surviving on your fortune alone. I believe that your union would be nothing but mutually beneficial. Our union. Ach du Scheiße. This is outrageous. What is this all about? I must find the housemaid. I demand an explanation. Mm-hmm. Besides, she has the keys to the cabinet. Ja. Okay, also anscheinend, die Familie auch kein Geld mehr und alles wird verkauft im Haus. Und wir haben auch noch diese teure Ming-Vase. He didn't sleep here last night either. Ja, wo ist unsere Katze? Ich will die Katze finden. Hm. Den Spiegel möchte ich jetzt wieder nicht gucken. Und die Lampe auch nicht anmachen. How useless. Schade. If only my hands weren't so cold. Okay. Also sie würde schon gerne die Harfe spielen, aber irgendwie kann sie sich nicht überwinden. Poor thing. Ja, lass uns die Katze suchen. Also wenn sonst schon nichts Tolles, lass uns doch die Katze suchen oder so. It is slipping away. This face, it. Where are you? Ja, der wird gestorben sein. Unser Mann. Und der Typ, der gerade geschrieben hat, das hat sich irgendwie so angehört, als ob er sie hier heiraten will oder sowas. Oder was meinte der mit Reunion? Our Union. Kann man damit was anderes meinen? Is that you in, was? Is that you in there, Mom? Mhm. Genau, die war ja auf allen Bildern drauf. Oh. Ja, dann gehen wir nochmal in den Flur, oder? Also sie möchte jetzt zu dem... ja, die Angestellten mal suchen hier. Und den Schlüssel für... I can't remember.
I miss Grandpapa. Something not quite here. Some moldy old book. Is this the vase he was talking about? Ja, wahrscheinlich, ne? I wonder if a thousand tiny pieces will be as valuable as a whole vase. Ich denk mal nicht. Machen wir die jetzt kaputt? Oh. Wow, holy shit. Das war bestimmt ein französisches Schimpfwort. Können wir die aufheben? Gut. Okay, sie ist ein bisschen stinkig wohl. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier die Tür aufmachen können. I don't think there's anybody here. The noise would have certainly caught their attention. Ja, gut, das hört man wahrscheinlich auch die Treppe runter, oder? Das ist ja schon laut, wenn sowas kaputt geht. How am I going to open that cabinet now? Ja, entweder mit dem Schlüssel oder auch kaputt machen. Weiß aber gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube nicht. Aber hier wird uns bis jetzt halt auch nicht viel Wahl gelassen. Im letzten Kapitel haben wir zumindest, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen eine Wahl hat, wie man das angeht. On and on until my very bones are wet. Naja. Der Regen ist ja draußen, oder? A shadow, just a shadow. Ja. So. Der Zustand des Hauses symbolisiert auch so ihren Zustand halt ein bisschen anscheinend. So ein Schatten ihrer selbst noch. Ja, also ich habe hier nicht das Gefühl, dass wir groß eine Wahl haben. Man muss halt so das machen, was ihm gesagt wird, obwohl man, also in diesem Kapitel jetzt, obwohl man genau weiß, dass es, you were always so kind. Obwohl man genau weiß, dass es, nicht so viel bringen wird. Oder zumindest nichts Gutes. Jetzt können wir die Treppe runtergehen. Und stehen im nächsten dunklen Raum. Es regnet immer noch weiter. Es gibt einen Kamin anscheinend. Würde aber sagen, wir schauen uns da in den Rest des Hauses, den wir jetzt anscheinend betreten können, in der nächsten Folge an. Bis dann!